Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, Ihnen heute die Webseite myoma.de vorstellen zu dürfen. Und zwar, mein Name ist Verena Rötlingshöfer. Ich selbst bin Mitgründerin und Geschäftsführerin von myoma. Es gibt noch zwei weitere Gründer. Der eine ist mein Bruder Jörg, der heute auch da ist, und noch ein gemeinsamer Freund, der Jan Zulko. Wir drei betreiben seit circa einem Jahr oder letzten Oktober sind wir online gegangen, die Webseite myoma.de, und bei myoma werden handgefertigte Unikate auf unserer Webseite verkauft. Jetzt können wir drei nicht so gut stricken und haben uns deswegen etwas Verstärkung ins Boot geholt. Eine davon ist unsere Oma Christel mit dem Motto, die Nadel darf nicht rosten. Und diesem Motto folgen noch viele weitere Omas, die Sie hier sehen. Was ist myoma? myoma verbindet traditionelles Handwerk mit modernen Produkten. Moderne Produkte heißt Mützen, Schals, Stulpen, aber auch Kinder- und Babyprodukte. Und all diese Produkte werden von unseren 25 Omas und auch unserem einzigen Opa, dem Opa Klaus, handgefertigt. Das heißt, myoma ist sozial, denn wir geben den Rentnerinnen eine Aufgabe, die Spaß macht, die Rente aufbessert und binden sie auch in eine Gemeinschaft ein. Und es ist eine wirkliche Gemeinschaft geworden im letzten Jahr. Also das heißt, die Omas kommen zu uns, die treffen sich, es werden Telefonnummern ausgetauscht, es entstehen Freundschaften. Also es ist richtig schön und intensiv in dem letzten Jahr geworden, was wirklich ganz, ganz toll ist. Und da die Omas im Mittelpunkt stehen, werden die auch einzeln vorgestellt. Das heißt, auf unserer Webseite hat jede Oma eine eigene Profilseite, da wird mehr über die Oma verraten. Also zum Beispiel, seit wann sie es schon strickt, wie viele Enkelkinder sie hat, was ihr größtes Missgeschick beim Stricken ist. Und der Kunde kann sich somit über seine Oma bei uns auch informieren. Außerdem liegt jedem Paket eine Autogrammkarte von seiner Oma bei, somit weiß man auch, welche Oma dies gestrickt hat, die auch noch handsigniert von ihr ist. Dann natürlich viel Arbeit und viel Liebe auch in jedem Produkt drin ist, verwenden wir nur ganz hochwertige Wolle, also 100% Merino oder Alpaka-Wolle. Die Produkte werden dann gestrickt von unseren Omas, die werden dann entweder vorbeigebracht oder geschickt. Wir kontrollieren diese auf die Qualität, ob alles natürlich in Ordnung ist, das ist ja auch sehr wichtig, und schicken dann das handgestrickte Unikat von der Oma an den Kunden. myoma kam wirklich sehr gut an. Bei uns melden sich fast täglich mittlerweile Seniorinnen, die bei uns mitstricken möchten. Mittlerweile haben wir ca. 250 Omas auf der Warteliste, die alle für beschäftigt werden möchten bei myoma. Ja, was haben wir für Produkte? Nur ganz kurz. Wir haben mittlerweile über 80 Produkte, die teilen sich auf in eine Winterkollektion und in eine Sommerkollektion. Wir haben auch Konfiguratoren, da werden auch mehr noch in Zukunft online gehen. Das heißt, der Kunde kann sich jetzt zum Beispiel wie eine Handytasche auch selbst gestalten, also von den Farben oder von den Designs her. Wie schon angesprochen, wir verwenden nur sehr hochwertige Qualität. Wir haben einen individuellen Style und eigene Designs. Das heißt, die Produkte sind wirklich alle von uns selbst entwickelt. Ich habe auch eine Freundin, die Designerin ist, die hat sozusagen die ersten Kollektionen mit mir entworfen. Das alles drückt sich aus in einer sehr hohen Kundenzufriedenheit. Das heißt, das ist wirklich sehr schön. Die Kunden melden sich bei uns, die schreiben Mails, die möchten sich bei ihrer Oma bedanken. Also das ist schon wirklich auch ganz herzig bei uns. Und das zeigt sich auch in der geringen Rücklaufquote und eigentlich kaum Zahlungsausfälle, obwohl wir unsere Produkte auf Rechnung anbieten. Wie funktioniert myoma? Also im Vorfeld wird jede Oma mit Nadeln, Wolle und Strickanleitung versorgt. Die Bestellung geht bei uns ein über das Admin-Tool. Wir rufen die Oma an, ob sie den Auftrag stricken möchte. Die Oma strickt den Auftrag, das Produkt geht dann ans uns. Wir kontrollieren das auf Qualität, wir verpacken es, wir labeln es, legen noch die Autogrammkarte dem Paket bei und schicken dann das Unikat an den Kunden. Und das ist auch das Einmalige bei myoma. Also das heißt, wir stellen wirklich unter sozialen Aspekten her. Das heißt, jede Oma verdient circa ein Drittel des Nettopreises, also beispielsweise für eine Mütze 15 Euro. Die Omas stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir haben moderne Produkte und das in sehr guter Qualität. Und ich denke, dass das insgesamt myoma ausmacht. Wie sieht der Vertrieb von myoma aus? Also hauptsächlich verkaufen wir natürlich über unsere Webseite an den
Kunden unter www.myoma.de, aber wir haben auch noch andere Vertriebskanäle, andere Plattformen, wie jetzt zum Beispiel Avocado Store. Wir achten natürlich darauf, dass die Plattform auch zu MyOma passt. Also sie muss natürlich sozial sein, sie muss nachhaltig sein, sie muss bio sein und dann ist es einfach ein weiterer Vertriebskanal für uns. Und auch, was sich im letzten Jahr herausgestellt hat, ist auch, dass Unternehmen auf uns zukommen, also Unternehmen, die ganz individuell von uns Produkte gestrickt haben möchten. Da sehen Sie jetzt eines von 350 Erdmännchen, die wir für einen Buchverlag gestrickt haben. Und zwar war das für die Promotion eines Buches gedacht, was dann in die Buchläden gestellt wurde. Wie kam es eigentlich zu MyOma? Also der Beginn war 2010, im Dezember war ich im Urlaub, da hatte ich die Idee, ich habe da einen Beitrag gesehen über strickende Omas, die da sich voller Liebe und Leidenschaft ihrem Hobby gewidmet haben und mich hat einfach die Idee nicht mehr losgelassen, sich zu überlegen, schöne moderne Produkte, gestrickt von Omas, die ja viel Know-how haben und viel Zeit haben und das habe ich dann natürlich auch meiner Familie erzählt, Freunden erzählt und es kam so gut an, dass wir dann die Lieblingsoma GmbH, wie es bei uns heißt, gegründet haben. Die erste Frage war natürlich, wie soll die Seite heißen? Wir haben da auch eine Umfrage gestartet, hatten verschiedene Vorschläge, aber es hat eigentlich eindeutig myoma.de gewonnen. Dann die Frage, was soll es bei MyOma geben? Es gibt ja viele Sachen, was ältere Menschen natürlich gut können, aber wir wollten uns im ersten Schritt auf Strickprodukte festlegen im Winter und seit dem Sommer haben wir jetzt auch Häkelprodukte im Programm. Dann mussten natürlich die Omas gefunden werden. Da habe ich so kleine kostenlose Anzeigen in Wochenblätter geschaltet. Daraufhin haben sich ungefähr 50 Omas gemeldet, die da dabei sein wollten. Wir haben dann ein Treffen veranstaltet bei Kaffee und Kuchen, wo wir alle eingeladen haben. Und dann haben dann eben von MyOma berichtet, haben von uns gleich die Wolle mitbekommen, Nadel mitbekommen, haben ein Musterstück gestrickt und somit waren schon viele Omas dann gleich von Anfang an dabei, die auch jetzt noch dabei sind. Dann die Produkte, wie gesagt, Strickprodukte hatten wir am Anfang nur im Programm, mussten wir uns natürlich überlegen, welche Wolle verwenden wir, war natürlich sehr aufwendig, da auch die richtige, qualitativ gute Wolle zu finden und die Muster mussten entwickelt werden. Also wir haben wirklich viele Bücher gewälzt, haben geschaut, was natürlich in ist, welche Muster man generell verwendet. Ich hatte jetzt auch nicht so viel Ahnung vom Stricken, also es war schon eine Aufgabe. Und dann hatte ich eine Strickerin, die hat alle Sachen dann vorgestrickt, dann hat sie die Strickanleitung dazu geschrieben und das sind dann letztendlich die, die eben dann auch die Omas bekommen, damit wir auch eine Einheitlichkeit haben. Parallel wurde die Webseite entwickelt, da war es uns natürlich ganz wichtig, dass die sehr emotional ist, sehr liebevoll ist. Dementsprechend waren dann auch die Designs. Es gab Fotoshootings, einmal für die Produkte mit den Models, aber auch jede einzelne Oma wurde bei uns geshootet. Also das sieht man eben auch auf unserer Webseite. Und das alles haben wir eben dann umgesetzt im letzten Oktober. Wir haben ungefähr ein halbes Jahr gebraucht und dann letzten Oktober sind wir dann online gegangen. Da sieht man ein Bild von unserer ersten Veranstaltung mit den Omas. Ja, wie lief MyOma dann im ersten Jahr? Also man muss schon sagen, dass wir eine sehr, sehr große Medienresonanz hatten. Die Medien kamen auf uns zu, wollten über MyOma berichten. Wir hatten schon direkt zum Online-Gang einen Fernsehbeitrag im bayerischen Fernsehen. Insgesamt hatten wir 30 bis 40 Veröffentlichungen in Zeitungen und Zeitschriften, unter anderem in der Welt, in der Zeit, im Fokus, in der Brigitte. Also da war schon wirklich einiges dabei. Wir waren in insgesamt 15 Radiosendern und 5 Fernsehbeiträge. Jetzt bin ich dann auch übernächste Woche wieder eingeladen, bayerischen Fernsehen bei Wir in Bayern und darf da auch nochmal MyOma zusammen mit Opa Klaus dann präsentieren. Ja, was hat sich sonst so ereignet letztes Jahr? Da wir natürlich eine relativ hohe Medienresonanz hatten, wie ich schon gesagt habe, konnten wir relativ schnell auch Facebook-Fans aufbauen. Wir haben jetzt mittlerweile über 2800 Fans. Es war auch möglich, in einer so frühen Phase schon Testimonials für uns zu gewinnen. Also das heißt, prominente Menschen, die kostenlos MyOma tragen möchten. Da haben wir zum Beispiel, hier sieht man jetzt Blumentopf, das ist eine Hip-Hop-Band aus München, wer sie kennt, also ist auch eine schöne Geschichte. Dann die Unternehmensanfragen, das habe ich schon gesagt, diese 350 Erdmännchen für diesen Buchverlag, aber auch
Menschen rufen uns an, Unternehmen, die Kooperationen mit uns schließen möchten. Also das heißt, sie möchten auch von dem positiven Image von MyOma profitieren. Das ist jetzt zum Beispiel, haben wir eine 12 Meter lange Zipfelmütze für einen Kinofilm gestrickt, unsere Oma Siggi und auch Opa Klaus, genau. Und das ist natürlich wirklich recht schön, das kommt dann nächsten Frühjahr, kommt das in die Kinos. Und das ist für uns natürlich auch wieder eine super PR-Chance. Das heißt, wir kommen in den Abspann, es werden Flyer mit uns gedruckt, es gibt Promotion-Aktionen, also auch sehr, sehr schön. Und auch die Anfrage von Messen. Wir waren vorletzte Woche auf der INFA in Hannover, durften da auch in der Talkrunde MyOma präsentieren. Und Anfang Februar sind wir auf einer Modemesse in Düsseldorf, auf der Fashionnet, und das ist natürlich auch schön, dass uns die Modeszene irgendwo wahrnimmt, weil das ist ja auch das, was wir möchten, wirklich auch ein Label zu kreieren. Das Fazit im letzten Jahr, von der Erfahrung her, also sehr große Begeisterung für MyOma, vor allem in den Medien. Die Kunden haben sich stärker mit MyOma identifiziert, als wir eigentlich gedacht haben. Das heißt, eben diese Mails, wir haben sogar mal eine handgeschriebene Karte per Post zugeschickt bekommen, die wir bitte an unsere Oma weiterleiten sollen. Es war wirklich toll. Dann die vielen Seniorinnen, die sich insgesamt bei uns melden. Also auch das hat unsere Erwartung bei Weitem übertroffen. Auch die MyOma-Gemeinschaft, die viel intensiver ist. Der neue Vertriebskanal mit den Unternehmen haben wir eigentlich so auch nicht gedacht, haben wir im Vorfeld gar nicht so überlegt, dass das vielleicht auch ein schöner Absatzmarkt für uns sein könnte. Was allerdings auch war, muss man sagen, dass der Verkauf saisonal sehr abhängig ist. Also das heißt, wir haben zwar eine Sommerkollektion entwickelt aus leichter Baumwolle, aber es ist dann trotzdem so, dass die Leute, Strick im Sommer einfach wenig nachgefragt wird. Also wir müssen uns jetzt da schon überlegen, im nächsten Jahr, was machen wir im Sommer, was für neue Produkte wollen wir anbieten, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Dann die Produkte werden sehr gut bei uns angenommen. Allerdings wird natürlich auch sehr häufig die Preisfrage gestellt, warum ist es jetzt so viel teurer als im Laden? Also jetzt als Beispiel, eine Mütze kostet bei uns 59 Euro. Aber es ist eben handgestrickt, es ist hochwertig und da muss man schon auch viel argumentieren und das den Leuten erklären, warum es so viel kostet. Und dann kommt natürlich hinzu, dass die Qualität schwierig nachvollziehbar ist im Internet. Wir waren aber auf dieser Messe INFA, wir haben andere Produkte verglichen und wir möchten auf alle Fälle auch bei dieser Preisstrategie bleiben, weil auch andere genau den gleichen Preis anbieten oder noch teurer sind und wir auch finden, dass unsere Produkte auf alle Fälle das wert sind. Unsere Herausforderung im nächsten Jahr wird es sein, weiter unsere Zielgruppe zu finden, noch mehr Menschen von MyOma zu begeistern und natürlich auch den Absatz zu steigern. Der Ausblick von MyOma. MyOma möchte weiter wachsen und noch mehr Omas möchten stricken. Das heißt, wir sind auf Investorensuche, gerade im Moment, damit wir weiter bekannt werden, damit wir unsere Webseite noch optimieren können, damit wir noch mehr Produkte und Kollektionen entwerfen können. Vielleicht nicht nur Strick und Häkeln, es gäbe ja auch noch Nähsachen, es gäbe Drechselarbeiten, es gäbe Schnitzereien. Also man könnte ja unendlich viele Sachen von Omas anbieten und das ist auf alle Fälle eine Überlegung. Dann möchten wir natürlich weiter in PR- und Marketingmaßnahmen investieren, beziehungsweise weiter richtig anfangen, da zu investieren, um dann letztendlich die Omas, noch mehr Omas zu beschäftigen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick geben und ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Danke.